Der Tag begann mit einem lauten Bum, Bum, Bum. Alle Leute konnten es hören. Aber nur einer war so neugierig, dass er unbedingt herausfinden musste, was es war. Das ist ja eine ziemlich beeindruckende Baustelle. Findest du nicht auch, Coco? Und so wird es aussehen, wenn es mal fertig ist. Mein Hut! Halten Sie meinen Hut auf! Mein Hut! Diese Metallkisten sahen wichtig aus. Außen Metall und innen ein leckeres Brot. Doch bei den vielen interessanten Maschinen hier konnte Coco keine Zeit mit Essen verschwenden. Maschinen machen am meisten Spaß, wenn sie viel Krach machen. Ich finde das ziemlich beunruhigend. Was ist da los? Wieso macht mein Haus so komische Geräusche? Ich glaube, der Boden unter dem Fundament schwankt, aber fragen Sie mich bitte nicht, wieso. Ich habe keine Ahnung. Ich will, dass dieses Haus sicher steht. Wir müssen die Baustelle schließen, bis wir das Problem gefunden haben. Coco? Coco, komm da runter! Das ist kein Spielplatz! Hey, mein Freund, ist das Ihr Äffchen? Und ist das vielleicht auch Ihre Katze? Nein, aber ich kenne sie. Ich weiß, wo sie hingehört. Wieso stromerst du hier herum? Ach, hört mal, das Essen geht heute auf meine Rechnung. Am nächsten Morgen nahm sich der Mann mit dem gelben Hut selbst ein kleines Bauprojekt vor. Hallo Coco, was darf's zum Frühstück sein? Waffeln oder Pfannkuchen? Waffeln und Pfannkuchen natürlich. Tut mir leid, Coco, aber wir haben keine Blaubeeren mehr. Vielleicht finde ich etwas anderes Schönes, was man drauf tun kann. Oder läufst du schnell in den Laden um die Ecke und kaufst Blaubeeren, hm? Hier, Coco, das ist ein großer Geldschein. Pass also schön darauf auf. Coco wurde plötzlich klar, dass irgendetwas fehlte. Kein Bum, Bum, Bum. Vielleicht waren sie fertig. Und das Haus stand schon. Dann mussten die Blaubeeren eben warten. Das Haus war noch nicht fertig. Aber es waren keine Arbeiter da, die bauten. Vielleicht war das der richtige Moment, sich alles genauer anzusehen, ohne jemanden zu stören. Wie sollte er nun die Blaubeeren bezahlen? Kompass half ihm. Dafür würde sie auf jeden Fall Blaubeeren abbekommen. Für Hector war nichts schöner, als an einem sonnigen Tag ein Hund zu sein. Es war viel würdevoller als
wie ein verschwitzter und völlig erschöpfter Mensch herumzulaufen. Na, schon vom Marathon zurück. Und Sie haben einen Preis gewonnen? Sie sind der 17. geworden? Tja, dann gratuliere ich Ihnen. Halte die Kamera ruhig. Und jetzt drück auf den Knopf. Ich werde ihn hier hinstellen. Neben den Preis für meinen Sprint auf einer Kuhweide. Wenn man Trophäen aufstellt, vergisst man nie, was man vollbracht hat. Man muss sie nämlich regelmäßig abstauben. Diesen Preis habe ich für die Ersteigung eines Berges bekommen, der heute Berg des Gelben Hutes heißt. Du wirst auch eines Tages Preise gewinnen. Eine Trophäe gibt es, wenn du etwas sehr gut machst. Wie zum Beispiel das beste, brave kleine Äffchen zu sein. Coco wusste, dass die Chancen dafür gering waren. Aber vielleicht konnte er in etwas anderem gewinnen, eines Tages. Hallo Coco, Coccolino. Ich bin in einer schwierigen Lage. Ich habe heute keine Hilfe. Würdest du... Alles erledigt. Ich danke dir von Herzen. Grazie. Mein allerneuestes Dessert. Einen Gnocchi-Eiscreme. Sie ist für dich, Coco. Das ist der Preis für das hilfreichste kleine Äffchen. Ich danke dir für deine tolle Arbeit. Das hast du gut gemacht. Diese Eisüberraschung war Cocos erste Trophäe. Eine Trophäe bekommst du, wenn du etwas sehr gut machst. Wer hatte das getan? Einen Preis für das hilfreichste Äffchen schmelzen zu lassen, war gemein. Coco, was ist denn passiert? Hast du deine Gnocchi-Eiscreme in der Sonne stehen lassen? Naja, wer weiß, wozu es gut ist. Vielleicht kann ich sie noch gebrauchen. Aber diesmal stell das Eis nicht in die Sonne, sonst schmilzt es wieder. Coco wusste jetzt, dass er seine Trophäe von der Sonne fernhalten musste. Gibst du uns ein klitzekleines Stück von deiner Eiscreme? Tu t'es bien amusé avec le chef Pasquetti? Aussi nerveux qu'un débutant, le cuisinier faisait griller ses végétaux burgers. Enfin, c'est ce qu'il pensait. Et voilà! En espérant que cela vous plaise.
J'ai encore jamais mangé de hamburger végétarien. Ils n'ont vraiment pas l'air d'apprécier. Oh, je suis un homme fini. Finito, jamais, je dis bien jamais, je ne retoucherai à une casserole de ma vie. Comment on a pu en arriver là? Je pense qu'il y a un singe qui a mis son grain de sel à la préparation des hamburgers. Ah, je vois. Comment je vais pouvoir prouver que la recette de mon mari est parfaite? Ah, je sais! J'ai trouvé! Suivez-moi! Voici la recette du végétal burger. Ça, ce n'est pas une recette de cuisine, c'est le projet d'agrandissement du jardin potager. Attends, ne me dis pas que tu t'en es servi pour faire les hamburgers. Oh. Écoutez, on va tout reprendre à zéro. Des pois chiches réduits en purée. Oh, il ne faut pas faire ça à la main. Des tomates concassées. Georges mit la main à la pâte et n'oublia pas d'ajouter le poivre, lui. Qu'est-ce que je vais devenir maintenant que je ne suis plus chef? Oh, non, par la cuisine, je ne sais rien faire. Ah! Anna! 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 Pourquoi il y a des camions des pompiers dans la rue? Il y a les feux dans mon restaurant? On n'est pas là pour travailler, mais pour se régaler. Quoi? Qu'est-ce qui se passe ici? Georges dit que c'est lui qui avait préparé les hamburgers pour le pique-nique, pas toi. Oh, Anna, tu arrives à comprendre Giorgio? Non, enfin, l'important, c'est que cela soit fait à partir de ta recette. Ah. Mmh, chef, c'est le meilleur hamburger végétarien que j'ai jamais mangé. Attendez une minute, je croyais que vous n'y aviez jamais goûté. C'est vrai, c'est bien pour ça que c'est le meilleur. Excusez-moi, je crois que cette boîte est à vous. Il y a votre photo dessus. Oh, oh, je ne sais pas ce qu'elle contient, mais ça sent bon. Oh, mes végétaux burgers. Oh, je suis tellement heureux que je vais me mettre à pleurer. Les chefs cuisiniers sont de grands sensibles. Alors, ils vous ont plu, mes végétaux burgers? Vous en voulez encore? Oh oui, s'il vous plaît, c'est vraiment. Hello!
Irgendetwas fehlte doch noch. Ja. Kokos Baum hatte alles, was ein Baum haben muss. Das ideale Zuhause also für eine Brieftaube. Oh, sieh dir das an. Sieh dir nur diesen Dreck an. Oh, oh, wer hat denn hier seine Spuren hinterlassen? Das frage ich mich auch. Hector sollte aufpassen und als ich zurückkam, fand ich diesen Dreck hier vor. Ich wünschte, ich könnte die Hundesprache verstehen. Ha. Und ich die Taubensprache. Seit Tagen wohnt eine Brieftaube auf unserem Balkon, Sie... Warten Sie! Etwa so eine kleine blaue Taube mit einem gelben Ring? Ja, haben Sie sie auch gesehen? Das ist Kompass! Ich dachte, sie wäre für immer verschwunden. Und ich dachte, die Taube wird sich auf dem Balkon wohler fühlen, wenn sie einen kleinen Baum hat, um... Oh nein! Das darf doch nicht wahr sein! Vielleicht doch besser, dass wir die Hundesprache nicht verstehen, sonst hätten wir jetzt keine Überraschung. Hallo, Coco? Wo hast du dich versteckt? Soll das etwa ein Baum sein? Coco hatte sich noch nie so stolz gefühlt. Jetzt hatte die Taube ein wunderbares Zuhause und konnte für immer hier wohnen. Hallo, Kompass! Schön, dich wiederzusehen! Ja, Kompass ist eine etwas verwirrte Brieftaube. Sie will nicht wahrhaben, dass sie keinen Orientierungssinn hat. Coco, die beiden sind offensichtlich gute Freunde. Er bringt sie wieder nach Hause. In ihr richtiges Zuhause. Seht mal, hier wohnt Kompass. So ein Glück, jetzt ist sie wieder da, wo sie hingehört. Hier, den habe ich für die Vögel gekauft, dann kannst du sie besser zeichnen. Nicht schlecht, aber völlig ungeeignet. Vögel wollen in einem echten Baum sitzen. Hallo, Kompass, was hältst du von diesem prächtigen Bäumchen hier? Fühl dich wie zu Hause. Brieftaube wusste immer noch nicht, was für ein Tier Coco war. Aber eins stand fest, in der ganzen Stadt gab es keinen schöneren Baum.